Liebe Freunde, wie geht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I only love all Asian ladies, love, giant. Ja, willkommen zurück zu Resident Evil 2. Lian B, wahrscheinlich die letzte Session in Sachen Lian B Szenario, danach logischerweise Claire B. Und die ganzen Nebenstories logischerweise ist allerdings noch ein wenig in weiter Ferne. Da wir gerade davon sprechen, ich habe das letzte Mal Resident Evil 2, weil ich eine kleine Auszeit nehmen musste, vor, weiß gar nicht wie lange gezockt, bestimmt so 3-4 Wochen oder so muss es her sein. Deswegen bin ich gerade nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, aber ich denke mal, das kriegen wir natürlich trotzdem hin. Okay, wir machen das folgendermaßen, weil wir haben gerade ein bisschen... Ah ne, wir haben noch einen Mixed Herb, das passt perfekt. Gefällt mir nicht ganz, dass da ein blaues dabei ist, weil das natürlich uns einen kleinen... Resistant Boost gibt. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir das im Bossfight dabei haben. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher und nehmen das mit. Apropos mitnehmen. Ja, lassen wir alles mal. Nehmen wir mal das Tool mit. Dongle Key. Lassen wir erstmal da drinnen. Weapon-technisch sind wir ganz gut ausgerüstet. Genau, haben den Flamethrower auch mit dabei. Alles wunderbar. So, es gibt nur einen Raum, in den wir quasi rein können. Das wäre hier Cafeteria und so weiter. Shatimt. Shatimt, wir sind. Never mind. Alles cool. Momentchen. Erstmal wieder reinfinden. Erstmal wieder ein kleiner Erfindungsprozess quasi. Hier war es nämlich. Bevor wir da hinten reingehen können. was habe ich eigentlich? Die Magnum? Nee, ne? Ah ja, okay. Also gehen wir erstmal, oder benutzen wir erstmal unseren Flamethrower. Ein bisschen was an Ammo für das Ding findet man ja auch, zumindest im A-Szenario. Ich denke mal, im B-Szenario wird das ähnlich sein. Die ganzen blauen bleiben uns logischerweise erstmal verwehrt. Flame on, boy! What the fuck? Na! Fängt gut an. Bitch! Hat das gewirkt? Nicht wirklich. Wie viel Flamethrower-Juice braucht der Kollege denn? Oh, schön geglitscht gerade der Kollege. Legst du dich mal schlafen irgendwann? Dankeschön. Meine Herren. Flamethrower nicht die beste Waffe anscheinend. Da bleiben wir mal bei der Shotgun dann. Hier war irgendeiner, genau, der noch am Snacken ist. Das heißt, der... ist relativ uninteressant. Goodbye. Handgrenade, sehr gut. Genau so sieht's aus, ja. Alles klar. Fuel, ah, okay. Sehr gut für den Flamethrower natürlich. Okay, lässt sich nach wie vor nicht stören. Irgendwo noch ein Zombie. Ah ja. Bam! So, haben wir hier noch irgendwas? Anscheinend schon. Ah, hier sehe ich es gerade. Gunpowder Large. Ich glaube, wir kommen hier aber nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, ob da hinten noch eine Box ist. Deswegen lassen wir es erstmal da. Wobei man das gerade ganz recht kommt, weil wir, glaube ich, relativ wenig Ammo für die Handgun haben. Ah, natürlich kommen wir aber nicht zurück. Wir müssen ja, ne, das mit dem Wristband und sowas. Sicher. Ah, hier haben wir das Gunpowder, okay. Ja, das war das, alles klar. Never mind. Oh, shit. Alles klar. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Der Herr. Shotgun ist schon Strats, auf jeden Fall. Jetzt mal reloaden, dass wir das schon mal safe haben. Genau, hier finden wir sogar das Wristband. God damn! Ah ne, das können wir ja austauschen, glaube ich, mit dem Wristband, das wir gerade hier haben, ne? Ja. Genau. Okay. Halb so wild. Dann können wir hier nämlich
Nochmal schnell zur Box gehen, die paar Sachen weglegen, die wir nicht brauchen. Und direkt ein bisschen was von dem neuen Stuff mitnehmen. Ja, ja, Chief, whatever. So. Store, das brauchen wir auf jeden Fall weiterhin, das ist klar. Das können wir weglegen, das auch, wir haben noch das Knife. Ich habe noch einen Health-Spray, habe ich übrigens gerade gesehen. Das passt natürlich perfekt. Haben wir hier noch irgendwas gebraucht? Ich glaube nicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein freies Inventory. So viel ist sicher. Ich werde mal den Kanister hier ablegen. Weil ich glaube nicht, dass wir da durchbrennen werden. Ich habe echt keine Ammo mehr. Okay. Shit. Ich habe auch keine wirkliche Ammo mehr für die Magnum, was mir nicht so gut gefällt. Das heißt, wir müssen beim Endboss dann eventuell mit dem Flamethrower draufhalten, was, glaube ich, nicht ganz so gut ist, weil wir eben relativ lange einfach nur stehen. Okay, wie machen wir das am blödesten jetzt? Ich würde sagen, das hier lege ich ab, weil ich habe gerade überlegt, ich mache mir jetzt einmal mit Large Gun Powder und dem High Grade, mache ich mir ein paar Shotgun Shells. Aber dass wir noch zweimal High Grade finden, das... Wollen wir es riskieren? Fuck it, wir riskieren es. Dann mache ich noch einmal die... Mache ich noch einmal ein bisschen Ammo für die Pistol, glaube ich. Und dann haben wir auch schon so gut wie alles an Gunpowder aufgebraucht. Boom. Value. Das war wahrscheinlich ein großer Fehler, aber... werden wir noch sehen. So, ich schau gerade nochmal. Sollen wir Mathilda dafür nehmen? Weil wir haben noch 7 Schuss in mit... Na, fuck it. Nee, wir nehmen das Werfchen hier mit. High Caliber haben wir nicht dabei. Das passt aber eigentlich. Ja. Falsche Richtung. Lego. Wir müssen da sowieso hin, klar. Weil damit kommen wir ja in die andere... In die Westside, glaube ich. Aber wir haben ja hier noch ein bisschen was an Items gehabt, die wir noch mitnehmen können. Die werde ich nicht von der Bettkante stoßen, auf jeden Fall. Ah ja, hier waren wir ja schon drin. Hier war es, genau. So, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Oder auch nicht. Use the tool. What? Okay. Circuit Breaker, ja, das ist mir schon klar. Nehmen wir mal das hier mit. Regulate! Flamethrower, combine auf jeden Fall mit dem guten Stück. Sehr schön. Hätten wir sogar schon mitnehmen können. Bisschen Ammo, nice. War das gestackt? Ah ne, wir haben alles schon eingeladen. Okay, gut. Gut, 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 gut. Eigentlich würde ich das Ding hier mitnehmen. Okay. Weil das brauchen wir definitiv. Haben wir noch irgendwas im Inventory? In der Box? Dass wir das rausnehmen können? Wir sehen. Wir werden es noch sehen. Ich meine aber, man konnte es eigentlich einfach mitnehmen. Oder wir brauchen es gar nicht im B-Szenario. Kann natürlich auch gut sein, dass wir einfach jetzt einen Weg gehen, indem wir das, wie angesprochen, eben nicht benötigen. Aber ups. Mich noch stark wundert. Wundern. Ich schau gerade mal, ob wir irgendein Item haben, mit dem wir das eventuell rausknobeln können. Aber nee, sieht nicht so aus. Na gut. Dann gehen wir. Ja, okay, jetzt ist das Einzige, was wir eben noch haben, der Circuit Breaker, den wir nicht mitnehmen können. Wahrscheinlich können wir ihn mitnehmen, aber ist jetzt zumindest gerade keine Möglichkeit. Gehen wir erstmal... Falls uns das Game ermöglichen sollte. Schauen wir mal kurz. Ja, sieht zumindest hier nicht, wo wir sonst hingehen könnten hier.
Und was haben wir denn hier? Achso, ja. Das war das Ding. Oh. Ah! Ah! Komm mal hier. Ja, 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 Moment. Jetzt müssen wir eigentlich auch mit dem Ding da hinten interagieren können, mit dem Circuit Breaker. Weil ich glaube, also das bringt jetzt zwar nichts mehr, aber ich glaube, damit können wir auch hier das wieder so einfädeln, dass hier Licht herrscht. Und warum die Area, war die Area als rot markiert hier unten überhaupt? Ja, oder? Ich glaube schon. Keine Ahnung, wie ich das Ding dann immer sehen habe. Den guten Signal Modulator. Use. Bam. Achso, ja. Das ist mir klar. So. Komm mal bitte. Yes! Als hätte er nie was anderes gemacht. Wahnsinn. So. Rein mit dem guten Stück. Bam. Value. Yup. Yup. A pouch. Thank you very much. Boom. Kein Bock auf ihn. Haben wir hier noch was? Nope. Und tschüss. Tschüss, Mr. Lee. War schön, Sie kennengelernt zu haben. Und dem haben wir auch nicht eins mitgegeben. Mein Gott. Okay, 8 Schuss können wir maximal reinladen. Das ist perfekt. So, dann haben wir hier anscheinend, zumindest laut Map, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, alles mitgenommen. Das heißt, wir können uns jetzt voll und ganz auf die West- oder East-Area konzentrieren. Hier brauchen wir natürlich die Clearance Stufe 4. Das heißt, es gibt noch 2 weitere. Alles klar. Also East-Area zuerst. Let's do it! Und ihr könnt mir immer noch sagen, was ihr wollt, aber das sieht eindeutig aus wie Straight Outta Compton und Straight Outta Final Fantasy X-2. Dieser Mega-Obelisk, den man relativ zu Beginn des Games sieht. Die ganze Facility sieht ein bisschen aus, als wäre sie aus Final Fantasy, ehrlich gesagt. Zu einem gewissen Grad zumindest. Ist noch ein bisschen zu menschlich, noch ein bisschen zu real. Ah, yep. I like them plans! Wir haben noch ein bisschen mehr, genau. Schauen wir uns mal um. Oh, hier. Gunpowder. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch High-Grade Gunpowder. Dann bin ich einigermaßen zufrieden. Mit der Gesamtsituation hier. Das werde ich mal storen. Und natürlich, ihr kennt das Spielchen. Spastic Saver. Boom. Und weiter geht das Ganze. Den Signal Modulator brauchen wir auf jeden Fall im Underground, hier hinten. Aber mein Lieblingspuzzle im ganzen Game, Water Sample Puzzle, wird natürlich auch wieder folgen gleich. Ah, herrlich. Schade allerdings, dass die Riesenmotte nicht übernommen wurde, was so ein kleiner Mini, in Anführungsstrichen, Boss war. Ich glaube, da brauchen wir auch nochmal den Dongle Key. Ah, ja. Meine Lieblings-One-Hit-Freak-Shows hier. Ja. Ja. Lass mal erstmal hier, aber doch schon mal gut zu wissen. So, Benny Buchsbaum. Get fucked, son! Yes. Schauen wir mal. Geist. Ich glaube, er lebt noch. Wenn sie wirklich tot sind, ist die Musik zum einen anders und zum anderen ist er dann richtig schwarz. It's getting hot in here. So take off all your plants. There you go. Session. Session. So, Flash Grenade, wie sieht's mit dem Inventory aus? Ganz okay. Können wir uns gönnen. Hier werden wir gleich sehen, was wir da als Code haben. Natürlich, die brauchen wir noch.
Genau, das wechseln wir natürlich dann gleich aus. Keck, wie wir sind. Was haben wir hier noch? Control Terminal. Ah ja, und Sprinkler System. Logisch. Logisch! So. Hier haben wir einen Red Herb. Herby McIrbingston. Aufpassen bei denen, die sind One-Shot. Ah, der ist noch nicht tot. So, wir gucken uns das an. Okay. 2F2. Oder Doppelpunkt F2. Doppelpunkt F2. Doppelpunkt F2. Uff. Doppelpunkt F2. Doppelpunkt F2. Okay. Bam, Doppelpunkt, F2, Bam. Value. So, Nummer 1 hätten wir unlocked. Nummer 2 haben wir natürlich noch. Man kann, ich glaube, wenn wir einen von den Kollegen kaputt hauen, dann kommen wir an dem anderen ohne Probleme vorbei, im Normalfall. Wenn man sich nicht allzu... Oh mein Gott! Game, please. Not right now. Mein Gott.